viel zu schade, auch die Identität eines Verkäufers zu haben. Und das hat mich immer, also schon zu Beginn meiner Karriere, von den anderen Kollegen unterschieden. Die haben das immer mit spitzen Fingern nur angefasst und die einzige Marketingmaßnahme war dann ein Schild an der Tür und ein Inserat sonntags in der Zeitung oder samstags. Und ich habe mich halt sehr viel mit Marketing schon immer beschäftigt und mit Verkäufern bin auf. Die Kollegen haben dann eben Anwaltsseminare besucht zur Fortbildung und ich habe halt Verkäuferseminare besucht, habe sehr früh eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer, zum Verkaufstrainer, zum Kommunikationscoach. Habe ich eine zweijährige Ausbildung gemacht, schon als ich selbstständig war. Und das war so die Basis des Ganzen, einfach das Mindset zu haben, sich für nichts zu schade zu sein, letztendlich den Erfolg haben zu wollen. Und der Erfolg geht eben nur dahin, wie du sagst, über den Kunden. Der Kunde muss maximal zufrieden sein. Und ich liebe halt da so den Kampf David gegen Goliath. Also wir helfen vielen Leuten im Kampf gegen Banken, gegen Versicherern, gegen Großkonzerne, gegen Regierungen. Sehr cool. Und finden dann da Mittel und Wege und Strategien, damit auch der kleine Mann da zu seinem Recht geholfen werden kann. Das macht Spaß, das motiviert. Sehr cool. Das heißt, erstes Gebot immer den Kunden zuerst. Genau. Und dein USP ist so komplex, wie das Thema ist. Wir brechen es runter auf ganz einfach. Genau. Und damit hast du ja total coolen Erfolg. Du hast mir vorhin erzählt, du machst es auch in München. Das wird der fünfte Standort hier. Und so, wenn du sagen müsstest, die Hauptschwerpunkte, du hast es kurz schon angesprochen, wo sind so die Sachen, wo du sagst, du, da sollte man unbedingt zu uns kommen, vor allem wenn man jemanden sucht, der es total einfach erklärt. Nicht jemand, der, du kennst das? Genau. Also so einer meiner Leitsprüche ist, wenn wir keinen Weg finden, dann machen wir einen. Das heißt, das ist ja von Hannibal der Spruch, das ist, wir sind sehr strategisch angelegt, sehr kreativ im Lösungsansatz, schauen, wo ist das Bedürfnis unseres Mandanten und schauen dann juristisch, manchmal aber auch tatsächlich, wie kommen wir dahin. Da gibt es halt so den einen oder anderen Kniff immer, um zum Erfolg zu kommen, auch mal nicht juristisch zu denken, mal hintenrum zu denken. Und also da sind wir sehr kreativ da drin und uns für nichts zu schade, strategisch eben Lösungen für unsere Mandanten zu finden. Und das ist das, dass wir machen uns das Problem des Mandanten zu eigen, als wenn es unser Problem wäre, und wollen die Probleme und lösen die Probleme. Wir knobeln halt so lange daran, bis die Sache gelöst ist. Und das ist letztendlich themenunabhängig. Also unser Marketing ist halt nicht klassisch nach Rechtsgebieten aufgeteilt, wie eigentlich alle Kanzleien das machen, sondern wir identifizieren für uns eben so die klassischen Themen, wo wir eine Win-Win-Situation schaffen können. Also zum einen natürlich, wo wir gutes Geld verdienen können, und zum anderen aber auch, wo wir eine Vielzahl von Leuten weiterhelfen können. Also wir hatten zum Beispiel das Thema Widerrufdarlehen, da hatten wir über 2000 Sachen in Deutschland, wo wir Leute auch aus laufenden Darlehensverträgen geholfen haben. Die haben dann Hochprozenter wurden aufgelöst, das heißt ja teilweise 4-5% auf ihre Immobilienfinanzierung. Wir haben die Leute da rausgeholt, die haben zum Teil noch einen Schadensersatz bekommen, konnten neu finanzieren zur Zeit natürlich ganz anderen Konditionen. Das heißt, die Leute hatten einen riesen wirtschaftlichen Erfolg und wir natürlich auch. Und von diesen Themen, wie zum Beispiel auch Widerspruch Lebensversicherung, ist jetzt so ein Thema, was uns berührt, oder Bereich LKW-Kartell, da gab es Preisabsprachen, haben wir auch wieder Themen identifiziert, wo eine Vielzahl von Leuten einen Mehrwert hat, wie die Leute glücklich machen und wie das natürlich auch den Erfolg hat. Das heißt, es ist nicht nur extrem kundenbasiert, sondern durch die hohe Praxiserfahrung natürlich auch total angenehm, weil man das sehr einfach, schnell und vor allem total komfortabel gelöst bekommt von euch. Genau, also dadurch, dass wir so eine hohe Vielzahl an Mandanten haben, haben wir sehr klare Qualitätsstandards, das heißt, die Abläufe sind sehr klar definiert. Das führt dazu, dass man auch einen hohen Qualitätsstandard hat und dass man eben auch eine hohe Zahl an Mandaten drehen kann. Wir sind da wirklich sehr penibel, sehr, also im Detail steckt ja meistens der Teufel, und da steckt auch immer der Unterschied im Detail. Wenn du da zu Beginn sehr viel investierst in Abläufe, in Qualität, sehr viel Hirnschmalz reinsteckst, hast du nachher im Rollout, hast es dann viel leichter und dann funktionieren die Dinge dann häufig wie von selbst. Sehr cool. Und letzte Frage, Markus. Ich weiß, als Anwalt oder als Steuerberater, das ist ja so ein Thema, da sagt man, wow, cool, da möchte ich mich davor über die Person informieren. Ja, ja. Bei mir persönlich zum Beispiel auch, wenn ich mir einen coolen Anwalt anschaue, eine coole
Steuerberatung, dann mag ich ja davor schon so ein paar Sachen über die wissen. Normalerweise geht das ja überhaupt nicht. Die meisten haben ganz kurz eine Website und dann musst du da persönlich anrufen und musst entweder lange hinfahren oder. Gibt es eine Möglichkeit, dich, egal ob online oder offline, irgendwie kennenzulernen in Form von Mehrwert, den du rausgibst? Auf jeden Fall. Also das sprichst du genau das richtige Stichwort an. Also Value rausgeben, Mehrwert rausgeben. Wir geben eine Menge sehr dichten Content raus über uns. Wir haben einen YouTube-Channel. Okay. Da werden mehrfach wieder Anwalt mit YouTube. Genau. Videos veröffentlicht, wo wir dann viel Content rausgeben, wo wir den Leuten Tipps geben, teilweise sogar Tipps gegen unser eigenes Portemonnaie, indem wir sagen, wie sie es auch ohne Anwalt lösen können. Wie man eben darauf achtet, dass man da auch einen richtigen Anwalt findet und wie man eben Themen löst. Also da hilft vielleicht ein Blick auf unseren YouTube-Channel. Auch auf Facebook geben wir mehrfach in der Woche sehr wichtige Tipps raus, Checklisten raus, To-Dos, dass die Leute eben einen Mehrwert haben. Sehr cool. Und man bekommt schon ein totales Gefühl für eure Arbeit. Genau. Man sieht uns halt im Video, da bekommt man ja schon so ein gewisses Gefühl für den Menschen. Definitiv. Ob sympathisch oder eben nicht. Ob kompetent oder eben nicht. Ja. Und dadurch, dass wir so viel Value rausgeben, ist natürlich auch immer so eine gewisse Kompetenzvermutung da. Weil die Leute ja dann denken, wow, wenn er das hier schon rausgibt, wie viel mag er denn dann wirklich noch dahinter wissen? Und das führt natürlich zu einem sehr positiven Effekt. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank dir erstmal. Sehr gerne. Und ich glaube, wir können das jetzt schon abschätzen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bestimmt, wie immer. Und dann danke ich dir für das Interview. Ich habe dir zu danken. Bis bald. Ciao.